Riech mal. Das riecht nach so Kräutern. Ja, oh, mal weiß, was ich jetzt essen werde. Ja, klar. Und ein gefülltes Pudding. Ja, oh, geil. Bin so froh, wenn ich wieder. Boah, weißt du, was geil war? Also machst du nicht mehr davon abstehen. Hier so, Brot oder so. Lass mich essen, oder? Oh. Ich hab richtig Bock drauf. Ich hab so übelst Bock auf Brot. Mit? Keine Ahnung, egal, irgendwas drauf, Nutella, oder? Boah. Nein, das ist so geil, was ist das da? Lass mich mal riechen, nur mal riechen. Oh. Geil. Scheiße. So, oh, darf ich vorstellen, meine Kreation, Mittagessen. Angebratene Garnelen mit angebratenen, gefrorenen, also ehemals gefrorenen Paprika, Zwiebeln, damit die Garnelen noch mehr Geschmack haben, weil Zwiebeln sind in letzter Zeit auch eine Art Droge für mich geworden. Darunter sind Gurken und Tomaten, aber die sind kalt, nicht mit angebraten, und das ist so eine Mischung aus Salat und warmer Mahlzeit, und ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ja, ich bin jetzt hier zu Hause in der Lars und Dan Location, also bei meiner Mutter, und mach mir erstmal ein Nespresso, what else, aber einen doppelten Nespresso, what else, und hatte gerade Steak mit püriertem Gemüse, und das seht ihr auf Instagram, da seht ihr das ja, oder habt das gesehen bestimmt, dass ich da ein Bild gepostet wurde, das wird jetzt vielleicht kurz eingeblendet, wer weiß, mit Rosenkohl und püriertem Gemüse, ja, und jetzt halt die andere Droge, Espresso. Also, wenn Kaffee verboten wäre oder Espresso, dann wäre verrückt. Ich will ein Bier, scheiße, Mann. Ich will einfach nur ein Bier trinken. Ja, okay. Noch zwei Wochen. Zwei Scheißwochen.